Machen ist wichtig, aber woraus ist in vielen Fällen die Frage. Maker im Gegensatz zum klassischen Programmierer, der braucht meistens dann doch mehr noch als eine Tastatur. Und gerade in München natürlich die Quelle für alle Teile ist natürlich der Konrad. Ich kenne ihn schon, seitdem ich klein bin. Und insbesondere im Bereich der Maker hat natürlich der Konrad auch einen großen Zulauf erfahren. Und wir freuen uns, dass wir jetzt mal auch ein bisschen gezeigt kriegen, was gibt's denn alles zum Thema Maker bei Konrad. Vielen Dank. Dankeschön für die einleitenden Worte. Ja, freut mich hier zu sein, hier sein zu dürfen und für Konrad Elektronik, uns gibt schon etwas länger, das ist klar, über 90 Jahre. Vieles, was bei uns jetzt in den Läden und den Filialen bekannt ist, ist jetzt das Sortiment noch sehr stark ausgebaut worden auf mittlerweile über 750.000 Artikel. Hier sieht man die Hightech-Breze reinrollen. Es drückt so ein bisschen aus, auch das Gefühl, dass man hier hat, in München zu sein mit Hightech. Denk mal, wir sind hier verdammt richtig. Aber Technik muss Spaß machen, das darf Spaß machen. Das erlebt man hier auch, also auch auf unserem Stand dann da drüben. Kommen Sie mal vorbei, da können Sie vieles von dem, was ich Ihnen heute erzählen werde, von den starken Marken eben auch live sehen, auch Fragen stellen an unsere Experten. Genau, und sonst natürlich generell auch in den Filialen. Bei uns gibt es immer noch die Bauteile-Ecken, wo Sie Bauteile auch Beratung haben und Details fragen können. Genau, die Mission ist Technik, das ist so, wie wir uns verstehen, Generation Technik, wir lieben die Technik, ich bezeichne uns auch als Techies und die Innovationskraft, die da dahinter steckt, ist auch gewaltig. Konrad ist eben auch nicht nur Händler, sondern eben auch Technologieunternehmen. Aus dem Sortiment, das sieht man, es ist gigantisch gewachsen, Computerbüro, Modellbauer, Modellbahn nach wie vor. Werkzeug, Werkstatt, Multimedia, es sind viele Sachen dabei, die ihr als Maker brauchen könnt, die man unbedingt haben muss, um sich so ein kleines Labor auszustatten. Dazu gehört auch natürlich die entsprechende Messtechnik, dass man Signale messen kann. Heute wird alles immer schneller, die Prozessoren. Wir sind im Gigahertz-Bereich angelangt. Die Mobilfunktechnik erfordert auch, wenn da mal Fehler da ist, dass man die Dinge nicht gleich wegschmeißt oder zurückschickt, sondern sich auch befasst damit. Aber ihr alle seid auch Techies, ihr seid Maker, ihr geht der Sache auf den Grund und der Spaß ist sowieso dabei. Was braucht man alles? Ja, Bauelemente sind natürlich auch dabei, aber es ist die Vielzahl an Steckern und hier kriegen Sie alles immer auch im einzelnen Stückzahlen. Also das ist bei uns kein Problem. Was vielen vielleicht nicht bekannt ist, Konrad Technology Center. Unser Firmensitz ist im Nordostbayern, 200 Kilometer von hier, Landkreis Amberg-Sulzbach. Dort wird wirklich noch entwickelt auch, dort sitzen die Techies im Labor, schaut es hier so aus. Was entsteht dabei, sind sogenannte Eigenmarken, auf die wir besonders stolz sind. Unter anderem Voltkraft, schon seit 35 Jahren, jetzt heuer Jubiläum, auf dem Markt für Messtechnik, aber auch Labornetzteile, Ladetechnik. Toolkraft für die Werkzeuge auch sehr qualitativ hochwertiges Marke. Dann C-Control, sehen wir hier auch einige Beispiele jetzt im Bereich Controller, Regler, aber auch Steuerungstechnik, Computer, Kleincomputer. Relativ neu dabei und auch unbekannt, dass das Konrad ist, das Renkforce, sind wir besonders stolz. Da haben wir die tollsten Entwicklungen, sind natürlich unsere 3D-Drucker und um die geht es hier später dann im Vortrag noch etwas genauer. Dann haben wir natürlich auch eigene Marken wie zum Beispiel Konrad Energy. Was ist das Gemeinsame bei unseren Marken? Also die Qualität steht im Vordergrund, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, natürlich alles aus einer Hand. Die Dinge sind auf Lager, auch mal Ersatzteile. Konrad macht auch Kalibrierung von Messtechnik selbst. Also hier ist entsprechende Qualitätsregelkreis. Wir sind auch ISO-zertifiziert. Das ist so die Gemeinsamkeit, kann man sagen. Hier sehen wir schon mal ein paar Beispiele. Sigonix ist auch eine Marke für Haustechnik, ob Sie eine IP-Kamera brauchen oder Zugangskontrolle für Ihr Haus einbauen. Das Stichwort Smart Home, es wird bei uns sehr groß geschrieben auch und da ist der Bastler, da sind die Maker auch gefragt, sagen wir, hier sein Heim so zu automatisieren, dass man alles eben fernbequem steuern kann, aber eben auch offen. Und das ist, denke ich mal, auch die Philosophie der Maker, Open Source.
Wir sind eher Hardware-Hersteller, Hardware-Lieferant, Software. Da wird bei uns in der Regel kein so großes Augenmerk draufgelegt. Es muss funktionieren, es muss offen sein, es muss günstig sein für Sie oder für euch und genau, es muss auch Spaß machen. Das heißt, Open Source, Linux-Unterstützung, Bibliotheken, findet ihr alles im Internet drin. Die Marke kennt vielleicht eine oder andere von euch auch schon, Really, gerade im Modellbaubereich, ob das Quadrocopter-Modellautos sind oder Zubehör wie Motoren. Ein paar Beispiele werden wir da nennen dazu. Hier mal Really, zum Beispiel Einsteiger-Set für Fernsteuerung, 2,4 GHz, das ist so ein Standard, zwei Kanäle, kriegt man komplett für knapp 70 Euro. Das sind so Beispiele. Oder auch sowas wie diesen Digital-Servo mit Getriebe, den man auch einsetzen kann. Man sieht, das Ding ist sehr klein, wie es im Modellbau üblich ist. Damit kann man ordentlich was machen. Der ist digital ansteuerbar. Das heißt also auch präzise Getriebe dabei. Und hier sieht man die Werte hier. Stellmoment bei 6 Volt von 255 Newton-Zentimeter. Also auch da bekommt er präzise Angaben. Das Ganze muss verlässlich sein, auch qualitativ so, dass man Spaß dran hat und das nicht gleich kaputt in die Ecke fliegt. Ein Labornetzteil ist auch was, was jeder braucht hier. Spannungsversorgung zum Ausprobieren von Elektronik. Hier braucht man nicht mehr viel Platz. Man sieht hier zwei Modelle. Das LPS 1305, das so ein Standard ist, eben für knapp 120 Euro. Restwelligkeit von kleiner 5 Millivolt, also schon sehr präzise. Alles da, was man so braucht. Und nochmal schlanker natürlich, unser LSB 165, kaum teurer, aber nur 56 mm breit, also Book Size. Das ist Platz sparen auf dem Tisch, und ob das im Keller ist oder sonst im Labor, da kann man einiges machen damit. Auch Multimeter ist natürlich etwas, was man braucht hier mit OLED-Display, unser VC890, das ist schon vom Feinsten. Wir haben auch aktuell so ein Set, wo dann noch Tasche dabei ist, Bluetooth-Übertragung und entsprechende Software auch zum Datenlogging aufzeichnen. Temperaturmessung ist auch möglich, vieles, was man machen kann. Das sind so Gags, wo Konrad sagt, Mensch, da gibt's eine Lücke, kann man nicht mal eine Taschenlampe mit einer Kamera verbinden? Ja, das geht. Das ist eine coole Idee, oder? Ja, finde ich auch. IC 100 HD, integrierte HD-Kamera, LED-Taschenlampe, wasserdicht, kann man auch für Outdoor-Zwecke verwenden, Micro-SD-Karte und so weiter. Ich denke, eine clevere Idee, solche Sachen, das, was man sonst eher nicht so findet. Ganz neu hier, und es kommt Mitte des Jahres erst auf den Markt, ist unsere Roboter-Spinne. Spinne ist es ja eigentlich nicht, weil es nur 6 Beine hat. Hexapod, auch entwickelt bei uns im CTC, kann man hier auf dem Messestand anschauen. Als Bausatz verfügbar, also auch offen angelegt von der Software und erweiterbar durch Komponenten wie Sensoren und dergleichen. Frei programmierbar, Open Source, das ist selbstverständlich für uns. Gehen wir mal zum Thema 3D-Drucken. Ja, was ist das eigentlich? Man sieht hier die Spinne. Wie 3D-Druck funktioniert, wissen die meisten von euch mit Sicherheit. Hier gibt es viel in der Halle zu sehen. Was ist aber das Spezielle dran? Gut, bei der Spinne ist es eine Art Seide, seidener Faden. Ja, die Qualität hängt am seidenen Faden quasi. Es gibt verschiedene Technologien, SLS, Laser Sintering, Laser Schmelzen oder bei flüssigen Materialien eben Stereolithografie, SLA, DLP und das Extrusionsverfahren nochmal, FFF oder FDM als Fused Deposition Modeling. Man muss sich das vorstellen, die Spinne macht aber schichtweise Aufbau. Sie haben ein 3D-Objekt, macht deswegen besonders Sinn, weil ja heute alles am Computer entworfen wird. Sie haben schon ein 3D-Objekt. Das gemeinsame Format zum Exportieren ist da. Einen Ruckzuck haben Sie dann mit einigen Schritten dann auch schon Ihr 3D-Print-Code erzeugt für den Drucker. Bei uns auch immer alles offen angelegt. Sie können eingreifen in jedes Detail von diesem G-Code. Da ist nichts geschlossen. Ebenso bei den Geräten dann. Die sind auch servicefreundlich und leicht zu warten. Und Ersatzteile natürlich auch vom Konrad. Ja, also die Technik hier sieht man mal. Hier ist die Innovationskurve der Technologien. Man merkt, es dauert beim 3D-Druck sehr lange, bis die ausgereift waren. Da gibt es diesen sogenannten Hype. Jeder will es haben, alle kaufen wie die Wahnsinnigen, aber das Produkt ist noch nicht ausgereift. Wo befinden wir uns hier bei der 3D-Drucktechnik? Wir sind hier an diesem Ast eher
Also der Hype ist vielleicht schon wieder drüber, aber die Reifung findet jetzt statt. Und wo Konrad also stolz drauf ist, dass 3D-Look erstens mal mit einer sauberen Qualität, dass man Spaß dran hat, auch bezahlbar ist. Das ist für uns wichtig, das steckt dahinter, die Philosophie. Also stammt jetzt auch nicht von mir, sondern die Quelle ist hier aufgeführt im Internet. Aber ich finde es sehr spannend, einfach sich mal auch darüber Gedanken zu machen, weil klar, die Technik ist komplex, ist schwierig, man kann damit sehr viel machen, aber alles, nee. Ganz bestimmt nicht. Man muss genau hinschauen. Und hier haben Sie Gelegenheit, auch in der Halle hier unsere Experten am Stand zu fragen. So schaut eigentlich das Hotend aus, die sogenannte Düse, die da dran ist, die das Filament sozusagen aufschmilzt. Der Faden kommt von hinten rein. Man kann sich vorstellen, die Präzision des Vorschubs ist sehr wichtig. Auch die Temperatursteuerung muss genau geregelt werden. PID-Regler ist da eine Selbstverständlichkeit drin, dass man keine Abweichungen hat. So läuft das Ganze. Genau, Temperaturen beim PLA sind üblicherweise so um die 200 Grad. Unsere Drucker, gerade der RF2000, zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr weiten Bereich hat, von Temperatur bis zu 260 Grad und damit auch geeignet ist, die unterschiedlichsten Filamente, die es überhaupt auf dem Markt gibt, eben auch zu drucken. Da auch völlig offen angelegt, auch hier die gemeinsame Philosophie. Ja, das Material tritt dann aus der Düse aus. Hier sieht man nochmal, was passiert nach dem CAD-Modeling. Als STL-Objekt wird erzeugt und dann muss gesliced werden. Das heißt, die Computersoftware zerlegt das Objekt in Schichten, baut es dann auf und erzeugt wird der sogenannte G-Code, den der CNC-Fräse auch bedient. Bei uns ist das alles offen, liest sich wie Basic mit Zeilennummern. Also für einen Programmierer eigentlich ein Klacks. Aber auch da keine Sorge, man muss nicht zu viel Zeit dafür verschwenden. Hier können Sie entweder in die Filiale, gerade München-Mosach, gehen, wo wir einen Print-Hub haben. Sie brauchen nicht mal einen eigenen 3D-Drucker, Sie können dort vor Ort drucken oder auch unseren Online-3D-Druck-Service verwenden. So schaut sowas aus hier, jetzt ein STL-File. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich filigran zerlegt ist, das Objekt, aber Geometrie ist dahinter. Das beschreibt das sozusagen das Modell. Hier sehen Sie den schichtweisen Aufbau. X, Y und Z-Achse in den Raum nach oben. Genau, wie alt ist eigentlich 3D-Druck? Ja, schon über 30 Jahre, wenn man es genau anschaut. Die Pioniere 1984 wurde das schon erfunden von einem Franzosen, Bonsoiré, also Bonjour, müsste man sagen. Dann haben da Leute das Geld gerochen und haben entsprechend teure Geräte auf den Markt gebracht vor einigen Jahren. Und genau, dann Chuck Hall ist noch zu aufzuführen hier, eben der auch die Firma 3D Systems gegründet hat, die immer noch technologisch da dahinter steht. Aber wie gesagt, heutzutage ist das Ganze preisgünstig und offen angelegt, ja. Also vor 30 Jahren wusste man schon, wo der Hase hinläuft. Ja, und der Hall hat wahrscheinlich gesagt, why wait so long, let's found another enterprise. Filamente, das Thema ist auch wichtig, muss man bestehen. Es ist ja Chemie. Was steckt dahinter? Verschiedene Kunststoffmaterialien, die sich in Farbe, Durchmesser und Material unterscheiden. PLA ist ein Polylaktat, also nachwachsender natürlicher Rohstoff. Stinkt auch nicht sonderlich, ist ja auch wichtig. Ansonsten bitte auch immer ans Lüften denken natürlich. Andererseits, wer schon mal mit ABS gedruckt hat, das ist Acrylnitril. Und so weiter, wir müssen nicht ins Detail gehen hier, aber da muss man natürlich dann auf die Umgebungstemperatur achten. Warum nimmt man ABS? ABS dann, wenn es schlagfest und hart sein muss. PLA hat da natürlich seine Grenzen, aber sagen wir mal, das ist auch nicht das, was wir erfunden haben. Unsere Technologie ist eher der Drucker selbst. Er kommt mit allem klar. Nur natürlich sollte man sich nicht zu leicht machen. HIPS ist nochmal High Impact Polystyrol, auch gängiges Material, oder TPU auch auf Polyurethan-Basis. Der Polyvinylalkohol, das ist nichts zum Trinken, Leute, sondern das ist auch ein Kunststoff, der aber wasserlöslich ist. Sehr praktisch, und da kam dann auch der Wunsch der Kunden an uns, Leute, warum macht er nicht mal mit zwei Extrudern? Ja, hier ist das Ergebnis. Hier will ich mal drüber gehen. Der RF1000 ist so das erste Prototyp gewesen von uns, mittlerweile immer noch auf dem Markt. Ein Druckraum von 23 x 24 cm, 20 cm hoch. Genau die Präzision steckt dahinter. Industrietaugliche Achsen sind da verbaut und entsprechend auch die Qualität hoch.
Auch das Gerät kann von der Seite problemlos mit Imbusschrauben geöffnet werden. Dann hier das preisgünstigste Modell, momentan knapp 300 Euro, sehen wir hier auch auf der Messe, der RF100, Einsteigermodell eigentlich. Er kann jetzt nur PLA, aber man kann damit auch schon sehr präzise drucken. Druckraum und Platte ist etwas kleiner gemacht, alles steuerbar hier über Display. Genau, Schnittstellen hat er auch, SD-Karte kann man reinsetzen oder USB und die Software Cura ist dabei. Etwas höherwertiger und größer schon, stabiler RF500, der ist noch seit ein paar Monaten jetzt auf dem Markt. Und man sieht hier, man hat eine große Palette verschiedenster Filamente, die man hier verwenden kann. Eben, da ist eigentlich alles dabei, was auf dem Markt so gibt. Auch die Software Open Source dabei. Repetier Host ist so eine gängige Software, aber man kann auch einen anderen Slicer einbinden, wenn man den bevorzugt und da mehr Erfahrung hat. Also auch hier offen angelegt. Das Druckbett ist hier beheizbar, dass die Haftung auf dem Objektträger eben gut ist, weil der sich auch in eine Richtung eben bewegt. Und die Achsen sind von THK, also auch was sehr Feines, kostet knapp 1000 Euro. Der 2000er, wie ich schon erwähnt, da haben wir gesagt, ja, zwei Extruder wäre eine feine Sache. Hier hat man natürlich einen Versatz. Die Düsen sind auf einer soliden Schiene nebeneinander angebracht und die Software kümmert sich um alles andere. Man sieht auch, dass man hier einen Notaus schon drauf hat. Im Prinzip ist er auch erweiterbar um eine Fräse sogar. Druckraum sieht man hier beschrieben. In der Regel verwendet man 3 mm Filament und kann dann eben damit alles Mögliche machen. Genau, die Methode ist eben auch FDM, also das Schichtschmelzverfahren. Auch als Bausatz verfügbar im Übrigen, wenn man da, kann man 500 Euro sparen, dann kann man günstiger einsteigen. So schaut das Ganze aus, dieser Doppeldruckkopf. Man sieht hier die Antriebsachse, der Vorschub ist so eine Rändelmutter. Hier das Hot End in Messing, also auch pflegeleicht und nicht sehr anfällig. Die Zuführung mittlerweile ist sehr leicht über so einen Hebelmechanismus gemacht. Immer dran denken bitte, beim Filamentwechsel muss die Düse heiß sein. Also nochmal aufheizen, wenn das erkaltet ist und da nicht rumfuhrwerken, wenn das kalt ist. Also 200 Grad sollten es dann schon sein und dann kriegt man das auch locker raus. Man kann es nach hinten rausziehen oder nach vorne durchschieben. Bitte auch beachten, dass ein gewisses Volumen am vorigen Filament natürlich drin bleibt. Also wenn man von rot auf blau geht, da gibt es dann eine kurze graue Phase dann. Kann künstlerisch auch interessant sein. Mittlerweile gibt es ja auch mehrfarbige Filamente, wo man ganz tolle Objekte erzeugen kann. Genau, hier nochmal Glaskeramik, Hotbed, beheizt auch, auswechselbar. Also das, was jeder vom Küchenherd kennt, ist auch da gemacht. Kann man problemlos reinigen, ist sehr glatt und haftet gut. Das Druckbett wird also beheizt, üblicherweise 60 Grad bei PLA, aber es kann auch mal ein bisschen mehr sein bei anderen Materialien. Einfach zu reinigen. Ja, Notaus, im Prinzip haben wir eigentlich alles erwähnt jetzt soweit. So schaut er von hinten aus, ist eine extra Steckdose, kann man nämlich zur Fräse erweitern auch und andere Software drauf und schon geht's auf, kann man dann gravieren, fräsen, irgendwas damit machen. Die Kontrolle hier über Fronttasten und Display auch sehr einfach gemacht hier. So schaut's auch. Cool schaut's auch noch aus hier. LED, ansteuerbar, verschiedenfarbige Leuchten. Das ist auch frei verfügbar. Macht also auch wirklich optisch was her. Ja, jetzt komme ich schon langsam zum Ende meines Vortrags. Wie gesagt, hier noch optionale Einhausung für ABS-Drucker oder auch wenn man verhindern möchte, dass da jemand reinfasst. Ist natürlich für Kinder gefährlich, dann deswegen Gefahrensymbol oder auch in Werkstätten muss man aufpassen. Genau, die Temperatur muss konstant sein. Und noch ein Gag noch zusätzlich dann auch für die Leute, die jetzt fernsteuern wollen oder von Sofa aus oder vom Bett zu Hause dann den 3D-Drucker überwachen wollen, wenn er mal länger druckt, über Nacht zum Beispiel, kann das passieren bei größeren Objekten. Und es ist ja auch einer der Nachteile der 3D-Drucktechnik, dass man zwar ziemlich alles machen kann, aber es dauert halt. Und wenn man da in Ruhe vom Bett aus dann draufschauen, da weiß man, alles läuft wunderbar. Astro Printbox über Internet, auch über WLAN ansteuerbar, konfigurierbar. Genau, so schaut dann die Fräse noch aus.
und natürlich Ersatzteile und alles aus dem Konrad-Sortiment. Ein Blick noch auf die Software. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Genau, man sieht dann auch dargestellt hier sogar farbig, wie heiß das Material eigentlich noch ist. Das ist natürlich simuliert, aber man kann im Rechner zuschauen, wenn man die USB-Kabelverbindung gewählt hat oder Astro Printbox, hier einfach zu bedienen, auch manueller Zugriff auf alles. Und das ist uns auch wichtig. Hier zeigt er zum Beispiel die verbleibende Druckzeit an. So schaut es aus. Repetier Host. Der Slicer, ja, letztendlich kann man zusammenfassend sagen, dass das 3D-Drucktechnik soweit fertig ist, für jedermann tauglich und ihre Kreativität ganz andere Maßstäbe annehmen wird. Sie werden ganz anders anfangen zu denken, weil früher konnte man, Mensch, kann ich nicht machen, da fehlt mir das Werkzeug oder ist zu kompliziert. Vergessen, zuerst mal einen Computer setzen und setzen Sie Ihre Ideen direkt um, am Wochenende, nachts und wann Sie immer wollen, wann mal Zeit ist. So muss es sein. Würde uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben dann, wenn Sie nicht schon eingefleischter 3D-Druck-Fan sind. Ansonsten fragen Sie uns, dafür sind wir da. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es ist noch Zeit für Fragen, glaube ich, gell? Genau, richtig. Jetzt gäbe es noch eine kurze Möglichkeit für direkte Fragen. Danach natürlich auch bei Konrad, klar, am Stand. Sprich, wenn Sie genau ganz konkrete Fragen noch haben, gerne auch jederzeit am Stand. Aber gibt es noch Fragen jetzt aus dem Publikum? Preis für das letzte Gerät, für den letzten 3D-Drucker. Der Preis für den letzten 3D-Drucker, glaube ich, war hier die Frage. Ist der 2000er, erwähnte. Der kostet um die 2000 Euro auch. Also der Rank das ist Zufall, 2000. Das haben wir nicht so gemacht. Der Produktname ist nicht der Preis, aber hier ist wirklich Zufall. Und eben günstiger nochmal, wenn Sie als Bausatz das machen wollen. Ist die Frage oft auch nochmal kommt, wann ist der Bausatz empfehlenswert? Ja, man braucht schon etwas Zeit, etwas Geschick auch. Ein paar Stunden sollte man investieren. Aber ansonsten, bitte, Sie haben noch eine Frage. Ist da bei dem RF100, bei dem Low-Cost-Modell, ist da die Software mit dabei? Da ist die Cura-Software dabei, genau. Ja, auch da komplett alles. Sie brauchen nur die STL-Files und können dann alles andere mit der Software machen. Die Konstruktionssoftware, wenn man selber was entwerfen will, ist das auch mit dabei? Beim Einsteigsmodell nicht, aber beim RF2000 haben wir CAD-Programm dabei auch, ja, genau. Also um das auch vielleicht aus meiner Erfahrung sagen zu können, das ist alles sehr, sehr offen. STL ist ein Standard, den kann man mit wirklich jedem CAD-Programm, also es gibt nicht ein CAD-Programm für einen 3D-Drucker, sondern es gibt CAD-Programme, die erzeugen alle dasselbe File-Format oder können in vielen Fällen alle dieses STL-Format erzeugen. Dann kommt eben dieser Slicer, der dazwischen geschaltet ist. Und das ist das, was dieses Cura-Programm jetzt zum Beispiel in dem Fall macht. Ich finde das fast das beste Cura, also muss ich ehrlich sagen, ist die schönste Oberfläche. Also es ist da nicht eine direkte Abhängigkeit da, dass nur ein Design-Tool mit einem Drucker zusammenpasst, sondern diese STL-Schnittstelle, die ermöglicht sozusagen wirklich, dass man mit jedem CAD-Programm fast auf jedem Drucker drucken kann. Also wie gesagt, es gibt viele Konstruktionsprogramme, die sind Open Source, ja. Es gibt aber auch viele, für die muss man teilweise sehr, sehr viel zahlen. Ich meine, Vectorworks oder ich weiß nicht, also gerade für Architekten oder was weiß ich. Aber es gibt sehr, sehr viele. Es gibt sogar mittlerweile Konstruktionsprogramme auf dem Handy, die man auf dem iPad auch bedienen kann und dann in der Cloud gleich speichert, auf Thingiverse, STL-Konvertierung ist dann gleich drinnen. Das kann man dann gleich in Cura wieder schön runterladen und gleich ausdrucken. Also, ja, also Sie entscheiden selbst, was Sie da verwenden, ob Sie eine lizenzierte Software verwenden. Ich sage, beim Gerät ist immer eine Software dabei. Empfehle ich, die mal auszuprobieren. Das haben wir auch nicht selbst erfunden, gebe ich ganz offen zu, sondern greifen auf Software vom Markt zu, die auch, wo Erfahrung vorliegt. Auch Sie finden in den Foren auch sehr viele Hinweise, wie man damit umgeht. Und das ist uns auch wichtig. Also Sie sind da nicht alleine irgendwo im stillen Kämmerchen, sondern können auch Fragen stellen und auch im Internet dann die Foren entsprechend nutzen. Absolut, da kann ich auch als eigener User wirklich das Konrad-Forum auch sehr lobenswert hervorheben, da kriegt man wirklich sehr schnell Antworten auf genau solche Fragen. Aber jetzt um dazu nochmal ganz konkret zu sagen, ich glaube, es gibt mindestens 50 verschiedene Open-Source-CAD-Programme. Ja, sonst noch Fragen? Da haben wir noch. Sie hatten noch erwähnt, dass man auch bei in Moosach
Also, Sie hatten noch gesagt, dass man in Mosach auch 3D-Sachen drucken kann bei Ihnen. Wie sind da die Preise eigentlich? Nochmal, jetzt habe ich das Wort nicht ganz verstanden. Also es geht darum, in Mosach hatten Sie erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, auch wirklich was ausdrucken zu lassen und dafür insbesondere, wie schaut das Pricing aus ungefähr? Wird nach Zeit berechnet, es ist nicht so teuer, dass man das als Privatmann nicht zahlen könnte. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber Sie kriegen da ein Angebot. Fragen stellen kann man selbstverständlich kostenlos auch mal. Wie gesagt, das Feine ist halt, dass Sie, wenn Sie Einsteiger sind, da mal hingehen können und sagen, ja, kann man das mal drucken? Sie kriegen dann den Drucker sozusagen auf Zeit. Braucht man vielleicht mal so eine Stunde oder zwei und das kann man dann vor Ort absprechen. Sie kriegen auch ein Angebot. Sie wissen dann vorher, was das kostet. Und ein paar Euro kostet es, glaube ich, pro Stunde, aber ist nicht so schlimm. Also habe ich auch schon genutzt und wenn ich das sogar richtig verstanden habe, also auch da geht es wieder um dieses STL-Format. Ja, genau. Zuerst dieses STL-Format ist sozusagen noch eine Vektorgrafik von dem Ganzen, wenn man so will. Also eine 3D-Vektorgrafik. Und der Slicer, der überlegt sich dann, also wenn man es jetzt ganz radebrechend sagen will, dieses kleine Fädchen, wie der dieses kleine Fädchen, das der 3D-Drucker, das aus der Düse kommt, wie der das legen muss, damit wirklich danach dieses STL-Teil von außen betrachtet rauskommt. Und letztendlich zahlt man sozusagen für einen Meter Wurst sozusagen. Also wie viel Wurst? Weil der Drucker druckt ja so und so schnell und da ist eben die Frage wirklich, wie viel ist da dran? Aber es sind sehr überschaubare Preise. Also ich habe mir was für 18 Euro ausdrucken lassen, das im Ersatzteillager von Villaroy und Boch 285 Euro gekostet hätte. Also es war sehr überschaubar. Vielleicht die Zukunft, dann Teile, die kaputt gehen, selbst zu drucken dann. Auf dem Computer ist es verfügbar und Sie können ja mit der Software auch eine Prognose machen, wie lange dauert es und wie viel Material brauche ich dabei. Das heißt, die Kosten sind recht überschaubar, kalkulierbar. Aber es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wunderbar. Gibt es sonst noch Fragen? Nee? Dann, also wenn es wie gesagt noch Fragen gibt, steht Ihnen der Wolfgang definitiv auch noch am Stand zur Verfügung. Ansonsten sage ich vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise am Stand dann. Danke. Dankeschön.